hatte schon Angst, dass ich isoliert bin, dass ich nicht mit den anderen mich kommunizieren konnte, dass sie mich auch nicht verstehen könnten, dass die Professoren auch ja, denken, warum ich da bin. Das war auf jeden Fall die größte Angst auch. Klar fehlt einem vielleicht manchmal ein bisschen das technische Verständnis, was vielleicht ein Mann hat, der sich sehr für das Thema begeistert. Aber es gibt genauso auch Männer, die dieses Verständnis auch nicht haben. Bevor ich angefangen habe, wusste ich, dass ich was Technisches machen will. Und deshalb hatte ich gar nicht so die Bedenken. Klar hat man irgendwie ein bisschen Angst, dass man es nicht hinkriegt oder dass es zu schwer ist, aber man wächst da rein. Ich kann durch meine motorischen Schwierigkeiten keine schriftlichen Prüfungen ablegen, muss deswegen mündliche Prüfungen ablegen. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, irgendwie, dass ich es nicht schaffe oder so. Aber wer nicht das ausprobiert, der weiß auch nicht, ob es geklappt hätte. Ich hatte immer Angst, dass ich nicht genug Zeit habe, um die Kinder gut zu kümmern und dann auch alle meine Hausaufgaben für das Studium zu machen. Ich war jetzt nie was Besonderes für die Profs, denke ich mal, und für meine Kommilitonen, aber alles so gelaufen, wie es sein soll. Ich kann mich an meine erste Woche hier in der HTWG erinnern. Das war wirklich zum Heulen. Ich habe sicher über 70% von der Sprache nicht verstanden. Am Anfang war wirklich sehr schwer und nicht nur mit der Sprache, sondern mit den Studienleistungen auch. In solchen Fächern, wo man halt viel ausprobieren muss, wie in Mathe oder sonst irgendwo, kann ich immer nur nachvollziehen, was meine Kommilitonen gedacht haben und kann das nicht selber aufschreiben. Also ich merke schon an manchen Stellen, dass mir einfach Wissen fehlt, dass Kommilitonen, die das Abi haben, einfach mehr Stoff hatten als ich. Aber ich finde, ich kann es aufholen. Als ich angefangen habe, ging es nicht so glatt, aber dann mit jedem Tag, mit jedem Monat besser und besser, mit der Sprache, mit den Leuten, mit Professoren, mit dem Studium. Und jetzt kann ich sagen, jetzt kann ich das genießen. Jetzt gefällt mir das alles. Die Professoren und die Kommilitonen sind überrascht, dass ich Kinder habe und sie fragen sich, wie ich das schaffe. Ich hatte keine Zweifel. Es war für mich von Anfang an klar, dass ich mein Studium weitermachen will und dass ich das auch mit Kindern schaffe. Ich habe die Leute kennengelernt, ich habe dann die Professoren auch kennengelernt. Ich habe mich getraut zu fragen. Ich habe auch gesehen, dass die nicht beißen. Vor dem Studium war das so, dass ich war auf jeden Fall ziemlich nervös in Vorstellungsgesprächen etc. auch nach dem Studium. Ich weiß, dass ich das geschafft habe. Ich weiß, dass ich einiges schon geschafft habe. Da bin ich auf jeden Fall viel sicherer. Persönlich hat mich das Studium einiges weitergebracht. Ich denke, ich bin offener geworden und durch den Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen, die man hier so kennenlernt, gehe ich viel lockerer damit um. Also ich finde nicht, dass man sich davor fürchten sollte oder muss. Ich denke, das ist alles machbar. Ich finde, die Profs machen keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also ich würde Mädels, die Bedenken haben, was Technisches zu studieren, raten, dass man es einfach probiert. Es gibt immer andere Leute, die einem helfen, die das gleiche Problem haben. Es ist machbar, Studium und Kind zusammenzuführen, aber es kostet viel Energie und Nerven auch. Für alle Eltern, die sein Studium weitermachen wollen, sei mutig und trau dich. Also ich würde jeder Person mit einer Beeinträchtigung raten, es zu versuchen. Den anderen würde ich auf jeden Fall raten, nicht aufgeben und an sich immer glauben.